Hallo, wir sind heute ein kurzes Video mit dieser Haube hier beschäftigt. Diese Haube ist sehr charakteristisch für den Ford GT40. Hier wird er als Ford GT überall auf den Unterlagen betitelt. Das ist ein neues Modellauto von De Agostini, was De Agostini uns geschickt hat, uns zur Verfügung gestellt hat, dass wir daran bauen können. Und ich bin ja neben Knight Rider, wir hatten ja schon den Kit aus Knight Rider, aus der Serie mit David Hasselhoff, auch hier nochmal die Verlinkung dazu, das Modellauto. Und ich bin ja so ein echter Fan vom Ford GT40, wer ist das nicht? Das ist ein wahnsinnig emotionales Auto von 1969, vor allem von 1969. Deswegen haben wir das Auto jetzt als Modellauto wieder in diesen Paketen, die man monatlich bekommt oder in regelmäßigen Abständen bekommt, nicht monatlich, aber in regelmäßigen Abständen bekommt und in regelmäßigen Abständen dann auch bauen kann im Maßstab 1:8. Ja, genau. Und das ist hier dieses charakteristische Merkmal. Das ist das erste Paket, das kommt. Wenn ich das jetzt hier aufmache, und wir haben ja schon gemerkt beim Knight Rider, die Teile sind sehr hochwertig gemacht. Das hat mir da schon sehr gefallen. Und vor allem, man merkt das dann auch am Gewicht der Teile, es ist viel Metall. Wir haben tatsächlich dann auch einige, ich nehme das jetzt mal einfach so raus, einfach mal die Motorhaube hier angucken. Wir haben auch sehr präzise Bohrungen immer gehabt, das hat man im weiteren Verlauf des Baufortschrittes, obwohl ich noch nicht so ganz weit gekommen bin bei Knight Rider, aber auch gemerkt, dass man da schöne Bohrungen hat und auch vor allem, dass die Teile hier, wenn man das jetzt mal so in der Hand hat, sehr hochwertig sind. Und man sieht auch schon die Größe des Modellautos, das wird auch schon ordentlich groß, 1:8 ist ein ordentlich großer Maßstab. Ich bin sehr gespannt, wie das Auto dann hier im Gesamtkontext wird, auch im Gesamtkontext der Bauphase, des Baufortschritts, wie präzise wirklich die Bohrungen alle sind und was man damit dann auch alles machen kann. Ja, dieses Auto hier oder dieses Paket, ich lege das mal hier zur Seite, kam jetzt auch schon das zweite Paket hier bei uns an. Hier haben wir dann immer, wer es von dem De Agostini Modellauto von Knight Rider noch nicht kannte, wir haben immer die Bauanleitungen hier und man sieht auch die verschiedenen Ausgaben. Wenn man jetzt mal in eine Ausgabe hier reinschaut, dann sieht man auch nochmal, da ist sehr viel redaktionelle Arbeit dabei, zusammengefasst, was auch die Ford-Autos hier ausgemacht hat. Hier geht es zum Beispiel um den Shelby, hier geht es auch wie die in weitere Entwicklung hier der Mustangs mit Shelby zusammen vorangeschritten ist und dann kommt man hier. Also es geht um Hintergrundinformationen viel über Ford und natürlich auch über den GT40. Und dann kommt man hier auf die Bauanleitung, wie man jetzt hier und welches Teil man hier zusammenbaut. Das sieht alles sehr, sehr cool aus. Wir blenden hier nochmal die Bilder ein. Vor allem, ach, hier sieht man auch nochmal ein Bild, das habe ich noch gar nicht gesehen. So wird dann das fertige Modellauto aussehen. Das heißt, man kann hier hinten auch unter den Motor, also unter die Motorhaube schauen. Man kann hier schön alles wegklappen. Man hat ein voll funktionsfähiges Fahrwerk. Man hat ja auch die originalen Räder, auch in diesem Gulf-Design. Man bekommt auch zusätzliche Pakete und Geschenke, nennt es De Agostini. Man bekommt auch zusätzliche kleine Modellautos dazu, also im kleineren Maßstab, 1:43 ist es, glaube ich, auch von verschiedenen Ford-Fahrzeugen, Ford GT40-Fahrzeugen. Wenn wir jetzt hier die Pakete nochmal hier sehen, dann haben wir hier zum Beispiel, den vorderen Lufteinsatz, der dann hier dazu passt, zu der Haube. Und dann hat man schon im zweiten Paket, also mittels des zweiten Pakets hier, die Motorhaube, vorne die vordere Haube, nicht die Motorhaube, ist ja hinten, sondern die vordere Haube, dann tatsächlich schon zusammen und hat einen maßgeblichen Teil, eine maßgebliche Komponente von diesem Modellauto. Ja, was wir jetzt hier machen in der Zukunft, wir bauen das jetzt erstmal hier zusammen, die ersten beiden Teile. Oh, hier ist sogar schon diese Tür. Da haben wir mehr Teile schon komprimiert als bei Knight Rider. Da waren es weniger Teile gefühlt jetzt schon in den ersten zwei Paketen. Da sind hier schon mehr Teile dabei. Haben sie vielleicht auch ein bisschen angepasst, ein bisschen gelernt, dass die Pakete nicht unendlich sich dann stapeln. Also zurück dazu, wir bauen die ersten Komponenten jetzt mal zusammen, das werden Sie dann auf www.automativ.de im Fortlauf und im Prozess sehen.
werde dir alles dokumentieren, nicht jeden einzelnen Minischritt, aber zumindest komponentenweise, wie es dann aussieht. Und ich werde da auch dann im weiteren Verlauf darüber schreiben, wie dieses Auto sich zusammensetzt und wie alles gut funktioniert und auch wie schön und wie originalgetreu alles sein wird. Alles nach meiner Meinung. Wenn Sie das sich antun möchten oder wenn Sie das zuschauen möchten dort, wenn wir basteln, dann tun Sie das sehr gerne. Da freuen wir uns sehr darüber. Schreiben Sie uns auch gerne bei Fragen oder irgendwie, was Ihnen auffällt hier an dem Modellauto, an der ganzen Paketkonstruktion. Dann kommen wir auch darüber ins Gespräch.